Mitglieder heute aus Saarbrücken. Ja, da ich von ganz vielen Mitgliedern gehört habe, dass sie im Moment ein bisschen mit Rückenschmerzen zu kämpfen haben, weil viele im Homeoffice sitzen, noch weniger Bewegung haben, dadurch, dass man nicht mal mehr den Arbeitsweg hat oder vielleicht auch noch im Büro sitzen dürfen, dafür aber dann halt der Ausgleich fehlt, wenn man auch viel weniger Bewegung ansonsten hat, wenn man dann nirgends mehr hingehen darf und natürlich euch auch der Sport fehlt und wir euch fehlen, hoffe ich mal. Und das Five habe ich mir ein paar Übungen überlegt, die man halt machen kann gegen das Ganze, viele Sitzen und die Probleme, die daraus entstehen. Und da werden wir jetzt mal einige Übungen durchgehen, die könnt ihr gerne täglich machen oder zumindest, keine Ahnung, jeden zweiten Tag. Zweimal pro Woche wäre so das Minimum, weil ihr müsst euch halt immer denken, wie lange ihr in dieser Sitzposition verbringt. Wenn ihr euch abends zu Hause auf die Couch setzt, sitzt ihr ja schon wieder. Dafür müsst ihr halt auch ein bisschen Ausgleich betreiben, aber der Körper ist da relativ geduldig und nimmt das auch dankbar an, wenn ihr das nicht jeden Tag macht, aber wenigstens zweimal pro Woche. Genau. Und zwar, das Grundproblem, wenn ihr sitzt, ist eben, dass ihr immer genau in dieser Haltung seid. Das heißt, hier einmal 90 Grad Winkel und hier die ganze Kette verkürzt. Das heißt, wir sollten genau diese Kette wieder auf Länge bringen. Normalerweise macht ihr das ja im Five. Das geht jetzt leider im Moment nicht. Deshalb machen wir das jetzt alternativ. Und zwar zeige ich euch jetzt zwei verschiedene Übungen, die aber an sich den gleichen Effekt haben. Ihr könnt es auch im Stehen machen. Ich mache das jetzt im Knien. Ihr kniet euch hin, nehmt die Hände hinten auf die Lendenwirbelsäule bzw. an den Po. Blick bleibt nach vorne und ihr schiebt eure Hüfte nach vorne und streckt euch. Ihr könnt auch gerne ein bisschen nach hinten gehen. Und das Ganze haltet ihr dann etwa 30 Sekunden lang. Je nachdem, wo ihr Probleme habt. Also normalerweise zieht es jetzt hier. Ihr könnt aber auch auf jeden Fall in der Lendenwirbelsäule etwas merken. Dann ist da eure Schwachstelle. Schön halten. Langsam lösen. Und ihr könnt das Ganze natürlich auch einmal nach vorne entlasten, macht euch schön rund, schön entlasten, dann macht ihr eine kurze Pause und macht das Ganze etwa dreimal, immer schön die Hüfte strecken. Alternativ zu dieser Übung könnt ihr aber auch, wenn ihr etwas beweglicher seid, ein Bein aufstellen, das andere nach hinten. Und dann mit dem Knie nach vorne gehen und dann hier auf der hinteren Seite quasi den Hüftbeuger schön aufdehnen. Und hier auch schön fahren, die 30 Sekunden warten. Hier ist es jetzt auch egal, ob euer Knie über die Fußspitze geht oder nicht, weil es geht ja um die andere Seite. Dann langsam lösen und einmal die Seite wechseln, das andere Bein aufstellen und schön nach vorne. Schön Spannung und hier schön aufdehnen. Ihr wisst, der Schmerz zeigt euch nur, wo ihr auch wirklich was machen sollt. Also nicht sagen, oh, das tut aber weh, das mache ich nicht. Sondern genau dann immer schön daran arbeiten. Die Übung oft machen und ich verspreche euch, dass es dann auch besser wird. Also auch wenn ihr Probleme zum Beispiel in der Lendenwirbelsäule habt, immer den Hüftbeuger aufdehnen. Das ist ganz, ganz wichtig. So, das war die erste Übung zum Hüftbeuger. Jetzt machen wir weiter mit dem Gluteus bzw. auch dem Piriformis. Da gibt es jetzt auch wieder
zwei Varianten. Erstmal die einfache Variante. Ihr legt euch auf den Rücken, stellt eure Beine auf und legt dann ein Bein über das andere drüber, so kurz oberhalb vom Knie, hebt das andere Bein dann an, greift kurz unterhalb vom Knie und zieht dann quasi das linke Bein jetzt zu euch und dabei merkt ihr auf der rechten Seite eine Spannung. Das Ganze haltet ihr dann auch wieder schön die 30 Sekunden lang. Solltet ihr jetzt hier zum Beispiel nicht hinter das Bein greifen können, könnt ihr euch auch zum Beispiel ein Handtuch nehmen oder ein Band. Ich habe hier noch ein Band. Solltet ihr nicht drankommen, könnt ihr auch damit an eurem Bein ziehen und das Ganze etwas verlängern. Und wenn ihr das regelmäßig macht, müsste es auf jeden Fall bald klappen. Das Ganze machen wir danach auf der anderen Seite. Linkes Bein über das rechte legen, das rechte Bein anheben, kurz unterhalb vom Knie greifen, zieht das linke Bein zu euch, spürt schön hier einen Zug und halte das Ganze etwa 30 Sekunden lang. Ich mache jetzt nicht ganz 30 Sekunden, aber das schafft ihr auf jeden Fall. Alternativ gibt es dann auch eine andere Übung, die ist ein bisschen schwieriger, hat aber den gleichen Effekt. Erinnert euch bestimmt auch wieder ein bisschen an das Gerät, das wir oben haben. Und zwar nehmt ihr ein Bein nach vorne. Es ist einfacher, je weiter ihr das Bein anzieht, aber ihr habt einen größeren Effekt, wenn ihr hier drauf schaut, dass das Bein hier quasi einen 90-Grad-Winkel hat und dann schön nach hinten gehen mit dem anderen Bein und das Ganze halten. Ganze einmal mit der anderen Seite, wieder ein Bein nach vorne. Wie gesagt, je weiter ihr das Bein hier anzieht, desto einfacher ist es. Größerer Effekt habt ihr, wenn ihr es weiter vorne lasst. Und dann schön halten. Ihr seht jetzt auch hier bei mir, dass eine Seite ein bisschen schwächer ist als die andere. Das ist ganz normal. Meistens sind wir ja nicht auf beiden Seiten gleich, sitzen irgendwie anders, laufen irgendwie anders, ein Bein ist länger, je nachdem. Achtet auf jeden Fall darauf, dass wenn die Unterschiede ganz, ganz gravierend sind, das heißt, wenn es auf einer Seite fast gar nicht geht, dass ihr die schwächere Seite natürlich auch öfter und länger trainiert und das Ganze so ein bisschen ausgleichen könnt. So, damit haben wir die zweite Übung geschafft. Also wir haben jetzt einmal vorne den Hüftbeuger aufgedehnt und einmal was für Gluteus und Piriformis gemacht. Was jetzt noch sehr wichtig ist, wenn ihr alle sitzt oder auch generell komplett vor dem Körper arbeitet, habt ihr immer eine Haltung, meistens nach vorne. Und dadurch können ganz, ganz viele Nackenbeschwerden entstehen. Also die meisten kommen nicht von hinten direkt, sondern weil ihr diese Haltung habt und der Muskel hinten einfach versucht, dem Ganzen nachzugeben. Und ihr könnt da schon wirklich super viel Spannung rausnehmen, indem ihr euren Brustmuskel öffnet und eure Schultern wieder ein Stückchen nach hinten bekommt. Dazu sucht ihr euch am besten eine Wand und stellt euch an diese Wand ran. Nehmt einen Arm nach außen, erstmal so ein Stückchen nach oben, und dreht euch dann raus und haltet das Ganze.
auch etwa die 30 Sekunden. Ich mache es jetzt wieder ein bisschen kürzer. Dann wieder eindrehen und dann erst den Arm runternehmen. Das Ganze auf der anderen Seite genauso. Und hier könnt ihr auch noch den Winkel von eurem Arm verändern. Das heißt, eben wenn ich ganz so hoch bin, könnt ihr noch ein Stückchen weiter nach oben gehen. Könnt dann nochmal drehen. Dann sprecht ihr ein bisschen noch verschiedene Bereiche an. Genau, probiert es einfach aus, wo es für euch am besten ist. Wichtig ist, dass der Arm über Schulterhöhe ist, damit ihr den Muskel treffen könnt. So, und zuletzt etwas, was wir alle viel zu selten machen, nämlich unseren Nacken auch einfach mal beweglich zu halten. Das heißt, wie oft benutzen wir eigentlich den vollen Bewegungsradius von unserem Kopf und von der Halswirbelsäule und bewegen einfach mal komplett durch, was eigentlich alles geht. Ihr werdet wahrscheinlich merken, wenn ihr das jetzt macht, dass irgendwo es ein bisschen hakt. Und da will ich euch einfach daran erinnern, macht es regelmäßig, bewegt eure Halswirbelsäule komplett durch. Denn nur das, was der Körper immer braucht, die Funktion, die er immer wieder ausführen muss, die behält er auch bei. Ansonsten ist das irgendwann rückläufig und wir werden ja auch alle nicht jünger. Deshalb ist es auf jeden Fall wichtig. Wir fangen also an mit der Ja-Bewegung, mit dem Kopf langsam von oben nach unten und zurück. Ruhig schön konzentriert, nicht zu schnell, keine ruckartigen Bewegungen. Dann wechseln wir in die Nein-Bewegung und drehen den Kopf langsam nach rechts und nach links. Dann noch die Vielleicht-Bewegung mit dem Ohr zur Schulter. Das sind auch so Übungen, die ihr zwischendurch gerne am Bildschirm machen könnt. Einfach mal euren Kopf in alle Richtungen bewegen. So, und jetzt machen wir noch die Drehung vorne, vor den Schultern, immer eine halbe Drehung, hin und her. Und das Ganze auch hinter den Schultern. Und das Ganze schließen wir ab mit einer ganzen Drehung komplett und das Ganze wieder zurück. Macht das Ganze ruhig ein paar Mal. Schön in Ruhe. Auch hier keine ruckartige Bewegung. Und wie es sich für euch gut anfühlt. Zu guter Letzt könnt ihr dann noch euren Nacken natürlich auch ein kleines bisschen dehnen, wenn ihr wollt. Und zwar nehmt ihr dafür erstmal die rechte Hand hinten links an den Kopf, zieht ihn nach vorne, rechts unten. Dann spürt ihr hier entlang einen Zug. Das Ganze haltet ihr dann auch wieder. Normalerweise die 30 Sekunden. Ich mache jetzt wieder ein bisschen kürzer. Langsam lösen. Und nehme dann
die andere Seite. Nach vorne. Schön halten. Hier wieder den Zug spüren. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video, habt jetzt eine Anleitung, was ihr gegen eure Rückenschmerzen machen könnt. Am besten macht ihr die Übungen sogar schon präventiv, bevor Rückenschmerzen überhaupt entstehen. Macht das immer schön als Ausgleich. Und ja, dann hoffe ich, dass wir uns bald wieder persönlich sehen können, dass ihr bald wieder zu uns kommen dürft. Und bleibt gesund bis dahin. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao.